Seid ihr soweit, Champion? Ich befürchte, die Schlacht steht kurz bevor. Wir werden alles tun, um euch zu beschützen. Ich bin erleichtert, das zu hören. Ihr werdet euren Leuten Anweisungen geben müssen und ich mache dasselbe mit meinen Leuten. Ich will euch auch helfen, selbst wenn ich nicht an eurer Seite kämpfe. Meryl, ihr greift aus der Distanz an. Haltet euch möglichst aus dem Kampfgetümmel raus. Das werde ich. Ihr, Isabella, kämpft im Verborgenen. Sorgt dafür, dass unter ihnen beständig Verwirrung herrscht. Klingt lustig. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das wissen die Templer, das wisst ihr. Aber es geht um mehr als um ihren Hass, als um ihre Angst. Sie sind hier, um euch das Leben zu nehmen, und wir sagen nein. Wir wollten nicht, dass es hierzu kommt, aber manchmal... Manchmal muss man sich einfach wehren. Champion, es beginnt! Brecht sie auf! Da kommen sie! Haltet sie auf! Warum ertränken Sie uns nicht einfach, solange wir noch Kinder sind? Warum warten Sie ab? Warum gewähren Sie uns die Illusion einer Hoffnung? Ich weigere mich, weiter fortzulaufen. Ich werde nicht darauf warten, dass sie mich tötet. Das wird uns nicht weiterhelfen, erster Verzauberer. Ich bin es leid, zu helfen. Quentins Forschungen waren zu böse, zu gefährlich. Deshalb habe ich sie nie in Erwägung gezogen. Aber jetzt erkenne ich, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Meredith erwartet Blutmagie von uns? Dann sollte sie auch bekommen. Möge der Erbauer uns allen gnädig sein. Thank you.
Verzweiflung. Wir müssen weiter. Schnell!